Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hofbergmann im LS19. So, also wie versprochen, wir gucken heute nach die Produktion auf jeden Fall. Wir werden auch unser Rohmehl jetzt abholen. Also das kann nicht angehen. Nee, das geht nicht. Ich will jetzt bloß schnell hier die Sämaschine auffüllen. Dann können wir die nämlich gleich aufs nächste Feld ansetzen. Und ja, wie angedroht, gell? Soja, also Snuja-Bohnen. Offensive, es hilft alles nichts. Wir werden den Markt jetzt überschwemmen und das angekündigte Snuja-Bohnen-Imperium aufbauen. Jawohl. Mein Gott, jetzt habe ich vergessen, mir einen Kaffee zu machen. Vor lauter Produktionen vergesse ich meine Kaffeeproduktion. Mist. Das ist jetzt ja blöd. Ihr wollt nicht schnell warten, bis ich mir Kaffee gemacht habe, oder? Nein, ist nicht so schlimm. Ist nicht so tragisch. Dauert halt die Folge halt bis 2 Minuten. Ich fahre den jetzt aufs Feld und dann, dann war's das. Nein, nein, alles gut. Also so schlimm bin ich mit dem Kaffee nicht. Ich finde es gut, wenn ich einen habe, aber ich bin jetzt auch nicht so schrecklich süchtig danach. So. Oh, das haut nicht ganz hin. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem MB-Truck, muss ich sagen. Quatsch, Unimog. MB-Truck. Können wir uns ja doch gar nicht leisten. Naja. Kann man eigentlich sagen, der Unimog ist der MB-Truck des kleinen Mannes quasi? Oder sind es zwei völlig verschiedene? Jetzt wird's albern, ich höre schon auf. Das wollte ich nur schnell fertig machen. Genau. So. Oh, schau, Mimi! Tut mir sorry. Ich hab's wieder nicht lautlos. Das tut mich sehr sorry. Naja, passiert. Es passiert ja Gott sei Dank nicht oft. Sonst würde ich es natürlich schon lautlos machen. Wieso hat es denn jetzt da... Ach, das habe ich nicht gesehen. Den letzten kleinen Streifen hat es nicht angesät. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ach, nur das Stück? Das ist wieder das Zickige, oder? Ganz seltsam. So, jetzt aber. Okay. Dann fahren wir mit dem Kleid zum Hof. Weil auffüllen muss ich ja sowieso. GPS lasse ich jetzt auch schnell an. Ich denke, das stört ja nicht, oder? Falls doch, sag Bescheid. Wenn keiner was sagt, lasse ich es an. Der Vorteil vom Let's Play. Da könnt ihr euch immer nur nachträglich beschweren, wenn was ist. Kommt der Hund schon wieder. Also der muss das auch mal lernen. Die müssen einfach von der Maschine wegbleiben. Haben wir eigentlich schon Eier? Oh, die Eierproduktion ist angelaufen. Guckt euch das an. 5 Liter Eier haben wir schon. Mhm. Na Gott sei Dank, Beschädigung 0%. Das hätte ja gerade noch gefehlt. Ja, ihr sollt da nicht in der Gegend umeinander... Gell, und Hühnersachen machen, ihr sollt legen. Gut, ist ja auch eine Hühnersache, gell. Aber ihr sollt nicht so viel andere Sachen machen. Konzentriert euch bitte aufs Eierlegen, meine Damen. Ich darf doch bitten. Mit Nachdruck. Ja, ich weiß, Produktionen. Hab's nicht vergessen. Ich eile.
Aber es ist einfach auf die Felder auch noch so viel zu tun. Ich will den jetzt bloß schnell rüberfahren zu dem Feld, was ich als nächstes düngen will, weil sonst weiß ich das wieder nicht mehr. Ist der Helfer da hinten eigentlich fertig mit Dreschen, oder? Nee. Oder doch? Wie sieht's denn da aus? Nein, aber abtanken können wir. Das Gebienchen ist unterwegs. Na, guck einer an. Hat es doch mal geschafft. Halt, warte, warte! Abtacke. Halt! Jetzt macht er doch mit Absicht. Pure Absicht war das. Und das war schon wieder schweineknapp. Aber ist euch eigentlich auffallen, dass ich jetzt schon länger nirgends mehr wogegen gefahren bin? Hä? Hä? Da sagt er nichts mehr. Da bleibt euch die Spucke weg. Jawohl, da ist sie weg, die Spucke. So. Halt, jetzt nehmen wir das Fetzel klein mit. Extra hier den Rand so schön frei gemacht, damit eben keine so Fetzerler überbleiben. So. Christine fährt wieder, okay. Wo ist denn das Kabinchen jetzt hin? Muss vielleicht auch einkaufen. Ich glaube, jetzt machen wir schnell die Linien aus, oder? Die stört sonst arg. So, dann, ja, passt. Da haben wir schon das richtige Gefährt. Jetzt fahren wir schnell. Dann machen wir Hofrundfahrt. Einmal dahin. Oh! Was ist denn da los? Es ist die Milch ausgegangen. Schlecht. Vielleicht müssen wir nochmal investieren und zwei Kühe kaufen. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Das hättest du auch machen können, da stehst bloß immer in der Gegend rum. Ja, servus. Oh. Wieso habt ihr da keinen dafür? Wieso muss ich das selber machen, hä? Ihr hättet das auch auf Paletten laden können. Macht der jetzt den Sack nur voll oder fängt der neue an? Ne, ich glaube, der macht den voll. Also sowas. Ich kann die jetzt auch bloß rausschmeißen. Ich komme dann gleich. Vorbei, nachher. Irgendwann. Heute im Laufe des Tages. Ihr habt ja rund um die Uhr offen. Ja, nein? Da. Bis um 10 Uhr. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Dann. Weiter geht's. Saatgut ist übrigens fertig. Da haben wir jetzt einen sehr schönen Vorrat. Da ist ja eigentlich alles bereit, oder? Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Mehl. Es ist kein Wasser drin. Ich habe doch da. Habe ich kein Wasser reingemacht? Ich habe meint. Vielleicht ist es verdunstet. So.
Aber das können wir machen, ja. Wir können ruhig nochmal Hühe dazu kaufen. Schaut nichts. So, dann auf zur Kornmühle. Flugs geschwind. Aber ganz geschwind, hey. Wo lagern wir denn die ganzen Säcke? Ich glaube, so viel passen da nicht hin. Aber es kann endlich losgehen mit dem Brot. Also, mit dem Teig wenigstens mal. Immerhin. Ich eilig fliege. So. Da sind wir auch schon. Guck mal, dass wir da möglichst nah dran zirkeln. So. Oh. Einmal. Die sind doch recht groß, he? Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Schwer. Ich glaube, drei reichen. Zumindest für der Gator hier. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich die irgendwie alle da drauf bringe. Was Beladung angeht, da kenne ich mich ja mittlerweile aus, gell? Oh. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt oder was nicht wisst, was Beladen angeht und Ladungssicherung, dann fragt mich, weil ich weiß es auch nicht. Dann sind wir schon zwei und ihr seid dann nicht mehr so allein. Jetzt bräuchte ich halt jemand, der würde immer ganz schnell die Spanngurte zumacht. So vielleicht. Nee, geht auch nicht. Also die sind aber auch was zappelig. Jetzt stellt euch doch nicht so an. Mein Gott. So ist gut. Ja, vielleicht muss ich doch nur welche. Schnell die mal festzuhen. Vielleicht muss ich doch nur welche da drauf machen. Eine, jawohl. Und eine hier. Nee, das haut nicht hin. Aber oben drauf könnt ihr. Na! Ja, na, geht doch. So. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir sicher heimkommen. Was hatte ich denn da für einen Linksdrall beim Aufladen? Vielleicht sollte ich das nächste Mal doch wieder vom Boden aus machen. Das ist gescheiter. Uiuiui. Sehr gefährlich. Mal mit Tempomat fahren. Vielleicht mit Tempomat ein bisschen schneller fahren. Bin mir nicht ganz sicher, wie mit 40 Sachen so das Kurvenverhalten ist. Aber bis jetzt geht's gut. Gator drückt sich bloß eine Welle runter. Nur ein bisschen. Ui. Uiuiui. Geht. Sehr schön.
Da seht ihr mal, man muss nur wissen, wie es geht, gell? Ja, gewusst wie. Da hinten ist sogar ein Spanngurt unbenutzt. Wir hätten also locker nochmal 4 Sack drauf gebraucht. Theoretisch. Praktisch wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist jetzt auch schon wurscht, wir sind da. So. Kann losgehen. Da seht ihr mal, wie gut das hält. Ich habe jetzt gedacht, mir kommen die Säcke alle entgegen. So, erstmal einlagern. Hoffentlich können wir die bis zur Decke stapeln. Hopp, hopp. Einen brauchen wir dann nur für die Teiglinge, dass es losgehen kann. Die bringen wir tatsächlich alle unter, hä? Sieht gut aus. Jetzt sagt du bestimmt, es ist voll. Nein, es geht nur weiter. So, den brauchen wir. Halt! Es kann losgehen, hurra! So, aber einen Ofen brauchen wir noch nicht. Naja, nee, nee. Bringt ja nichts. Aber ich verstehe das mit den 17% nicht. Hab doch neu angefangen. Da war noch nie irgendwas drin in dem Ofen. Der ist auch noch nie gelaufen. Ich weiß es nicht. So, dran denken, gell, das liegen lassen. Nur weil es auftaucht, heißt es nicht, dass es schon fertig ist. Da gucke, 8%. Beschädigung 0, Gott sei Dank. Naja, er ist ja auch noch nicht runtergefallen, aber das kommt noch. So, dann stellen wir den... Den stellen wir weg. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir den noch für irgendwas brauchen, aber erstmal nicht. Gut, dann komme ich aber auch für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.